spürst du diesen Finger? Den hier? Wenn ich hier rüber streiche, auch? Das spüre ich, ja. Das spürst du, okay. Das auch? Ja. Das auch? Ja. Durchblutet ist er anscheinend noch. Ein Rottweiler hat dem Polizeihundeführer die Hand zerbissen. Kein Routinefall für die Rettungsassistenten Mario Sommerfeld und Nils Glö. Im Rettungswagen können sie dem Polizisten nur die Hand verbinden und ihn in das nächste Krankenhaus bringen. Die Zähne des Hundes scheinen Nerven und Bänder der Hand verschont zu haben. Doch plötzlich wird der Beamte leichenblass. Ja, du, Mario, kommst du mal hin, der möchte sich doch hinlegen. Der Kreislauf des Polizisten rutscht in den Keller. Der Schock über den Hundeangriff sitzt doch tiefer, als er dachte. Nils und Mario müssen den Patienten hinlegen. So, pass auf, jetzt piekt das. Nicht erschrecken und nicht wegziehen. Das war wundervoll. Die beiden Rettungsassistenten versuchen sofort, den Kreislauf zu stabilisieren. Innerhalb von wenigen Minuten bekommt der Hundeführer eine Infusion, Sauerstoff und eine dicke Bettdecke. Die Hektik lassen sich Nils und Mario nicht anmerken. Zack. Ach, ihr seid ja wie Eltern, du. Tja, ja, ne? Fehlt nur die mütterliche Brust. Ne? Das ist das Einzige momentan. Genau, Hände hoch. Nach 3 Minuten Fahrt ist der Polizeibeamte im Krankenhaus angekommen. Hinter der Türschwelle ist der Job von Nils und Mario erledigt. Die Ambulanzärzte übernehmen den Patienten. Gerade Hundebisse, die natürlich auch recht tief sind, weil die Zähne recht lang sind der Hunde, kann man natürlich nicht ausschließen, dass da irgendwelche Sehnen, Nerven oder was beschädigt wurde. Es gibt spezielle Handchirurgien in Hamburg überwiegend. Die hätten wir ansonsten angefangen. Wir haben das ja telefonisch einmal abgeklärt, ob die das hier machen können bzw. sich angucken möchten. Haben das auch bejaht und von daher hat auch der Oberarzt hier entschieden, dass der Patient hier bleibt. Also ist alles halb so wild. Der Hundebiss war schon der 3. Einsatz an diesem Tag. 12 Stunden dauert die Schicht von Nils und Mario. Pausen sind an ihren Arbeitstagen Glückssache. Sobald im Umkreis von Elmshorn etwas passiert, muss eines von 3 Teams ausrücken. Ich habe vorher eine Kfz-Lehre gemacht, war aber auch nicht so meine Welt. Den ganzen Tag immer nur in der Werkstatt, von morgens bis abends Auto rein, Auto raus. Immer dieselben Abläufe, Ölwechsel hier, Reifenwechsel da. Das war ja nicht wirklich eine Abwechslung. Ne? Und hier ist natürlich jeder Tag wieder völlig anders. Neue Herausforderungen, immer neue Menschen um sich herum. Das ist schon was ganz anderes. Das Signal für Nils und Mario, dass ein Mensch ihre Hilfe braucht. Ihre Mittagspause ist damit zu Ende. Ein Stockwerk über ihnen sitzen die Kollegen, die den Benachrichtigungsalarm auslösen. Hier kommen alle 112 Notrufe an, die im Versorgungsbereich Kreis Pinneberg getätigt werden. Was ist denn mit Ihrer Frau? Seit wann hat Ihre Frau das? Das Problem ist natürlich, dass wenn ein Ereignis zu Hause eingetreten ist oder in einem Betrieb, dass die Leute sehr aufgeregt sind. Und diese Aufregung ist natürlich extrem hoch, wenn das eben Angehörige sind. Und das macht es eben schwierig, den Anrufer in den ersten Sekunden, und dafür hat man eben nur die Zeit, am Anfang eines Gesprächs ihn so weit in die richtige Richtung zu lenken, dass man das Gespräch führt. Das ist ja unser Job letztendlich, dass wir das Gespräch führen, um es so kurz wie möglich zu halten. So kurz wie möglich soll auch die Anfahrt des Rettungswagens sein. Maximal 12 Minuten Zeit hat Mario Sommerfeld, um zum Patienten zu kommen. Jede Sekunde kann kostbar sein. Dieses Mal werden die beiden Retter zu einer Frau gerufen, die seit einer Dreiviertelstunde unaufhörlich aus der Nase blutet. Haben Sie wirklich keinen Bluthochdruck? Blutdruck ist momentan recht hoch. Ja. Ist natürlich dann auch schwierig, dass die Blutung einfach so wieder aufhört. Ne? Die Helfer versuchen, die Blutung zu stoppen. Nils Glö vermutet, dass seine Patientin an Bluthochdruck leidet. Der 24-Jährige will die Frau sofort ins Krankenhaus bringen, um kein Risiko einzugehen. Schuhe können Sie anlassen. Das ist Männerwirtschaft. Das macht nichts. Das beziehen wir nachher einfach neu. Deswegen. Nein, lassen Sie die an. Sie rutschen erstmal komplett rauf, mit den Füßen nochmal ein bisschen hierher zu uns. Genau. Nicht verrückt machen. Ne? Alles klar. Fast alle Patienten haben im Rettungswagen Angst. Sie haben eine Verletzung oder eine Krankheit, die plötzlich auftritt und die sie nicht alleine beherrschen können. Nils Glö sitzt deshalb während der Fahrt immer neben den Patienten und versucht, sie zu beruhigen. Heutzutage kriegt jeder oder hat jeder mal Nasenbluten. So, ne? Und gerade, wie gesagt, ihr Blutdruck ist ja nur recht hoch und da kann ganz gerne mal so ein Gefäß dann auch platzen. Auch diese Frau liefern die Rettungsassistenten im Krankenhaus Elmshorn ab. Als sie ankommt, ist der Nasenbluten schon deutlich gelindert. Na klar, ist ganz wichtig, dass man dem Patienten wirklich zuvorkommt und nett und höflich gegenübertritt. Keine Frage. Und sie sind aufgeregt, da stürmen 2 Leute rein mit orangenen Jacken, Rucksack auf und diverse Sachen in der Hand. Natürlich will man die beruhigen.
Und das geht natürlich nur, indem man wirklich mit ihnen spricht und auf die Leute eingeht. Anders macht es keinen Sinn. Wenn man da stumm vor sich hinarbeitet, führt das zu keinem Erfolg. Bis zu 12 Mal rücken Nils und Mario an einem Tag aus, um Kranke und Verletzte zu retten. Nicht immer gehen die Fälle so glimpflich aus wie an diesem Tag. Manchmal entscheidet der Einsatz der Rettungsassistenten über Leben und Tod. Ein Knochenjob, für den der 24-Jährige gerade mal 1.250 Euro netto verdient. Wenn er abends seine Jacke in den Spind hängt, ist er immer geschafft. Man muss natürlich sich dieser Verantwortung bewusst sein und es liegt mir auf jeden Fall, ja. Sonst würde ich nicht Tag für Tag wiederkommen. Nach 3 12-Stunden-Diensten hintereinander hat Nils am kommenden Tag frei. Dann will er erst einmal ausschlafen und möglichst wenig von Unfällen und Schwerverletzten träumen.